Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Talk-Video. Es wird mal wieder Zeit. Das ist, glaube ich, das letzte ist jetzt auch schon ein paar Wochen oder Monate her. Dafür habe ich mir extra die Jungs von XRP Deutschland rausgesucht. Ihr kennt sie vielleicht schon. Ich durfte auch schon mal Gast sein bei ihnen. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen an euch. Ja, danke Manu. Danke. Schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Das ist die Revanche dafür, dass ihr mich damals verhört habt. Jetzt werdet ihr dran sein. Ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ja, ganz chillig. Im Endeffekt habe ich euch extra auch eingeladen, weil Community ist immer ein bisschen gespalten. XRP ist irgendwie so ein Streitthema. Ich war früher selber ein bisschen anti-XRP. Mittlerweile hat sich das geändert, bin auch investiert. Aber trotzdem, vielleicht könnt ihr heute in dem Video die Leute, vor allem in meiner Community, doch noch ein bisschen mehr von XRP überzeugen. Die Fragen könnten eigentlich auch ganz gut sein oder das Treffen. Aber gut, schauen wir auf jeden Fall mal. Also wenn ihr ready seid, würde ich sagen, starten wir durch. Klar, gehen wir rein. Perfekt. Dann stellt euch doch als allererstes mal vor. Ja, ich würde mal sagen, wir sind der Luis und der Sinan. Wir sind hier XRP Deutschland und wir machen eigentlich täglich einige Videos rund um XRP und die Kryptowelt. Und bei uns geht es eigentlich nur darum, was geht jetzt gerade ab? Wie läuft die Klage? Es gibt immer wieder neue News, es gibt immer wieder neue Krypto-Coin-Vorstellungen und. Und ja. Ja, genau. Also eigentlich alles rund um XRP und Ripple, sag ich mal, aber auch um andere Projekte. Aber hauptsächlich gehen wir auf XRP und Ripple, sag ich mal, ein. Und macht täglich Videos. Kann ich nur am Rande sagen, jeden Tag kriegt ihr hier Updates mit zugeballert und so. Deswegen schaut auf jeden Fall auch bei den Jungs auf dem Kanal vorbei. Link werde ich euch auf jeden Fall dann unten noch in die Videobeschreibung reinpacken. So, dann würde ich sagen, machen wir gleich mit der nächsten Frage weiter. Wie seid ihr zu YouTube und Krypto allgemein überhaupt gekommen? Das gibt ja immer so, ich bin damals durch Zufall reingekommen, habe es irgendwie mal gehört, habe dann gesagt, okay, ich investiere jetzt einfach mal. Story ist mittlerweile bei mir auf dem Kanal relativ bekannt, aber wie ist es denn bei euch so dazu gekommen? Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin damals 2017, sag ich mal, oder generell, ich habe mich immer schon sehr für Finanzen interessiert und für, ich war immer sehr, sehr kritisch unterwegs schon. Und wenn man sich da, sag ich mal, ein bisschen mehr befasst, sag ich mal, mit der ganzen Geldgeschichte und so weiter, dann kommt man irgendwie im Endeffekt immer auf Krypto, sag ich mal, wenn man, sag ich mal, in die Zukunft guckt. Und so, das war einfach mein Grundgedanke oder mein, so ist das bei mir, sag ich mal, einfach passiert, dass ich zu dem Thema gekommen bin. Und ja, immer mehr drin verliebt. Ne? Und das, sag ich mal, umso mehr man Zeit und so mehr man sich informiert, sag ich mal, umso so fanatischer wird man, sag ich mal, ne? So ist das bei mir einfach gestartet, sag ich mal, durch einfach generell Geldsystem und so weiter und die ganzen Geschichten über halt kritische Fragen, darüber habe ich mich halt sehr viel befasst, ne? Und so bin ich da zum Thema gekommen. Nice. Also ich persönlich bin auf Kryptos zugestoßen, indem ich in ein Taxi eingestiegen bin und der Taxifahrer hat mir ein bisschen davon erzählt und ich war wirklich tatsächlich einen Tag später in der Taxizentrale und der hat mir das so heftig beigebracht und dann habe ich mich erstmal angemeldet bei Binance und ja, habe mich sozusagen auch verliebt in Kryptos und YouTube. Dazu kurz und knackig eigentlich nur, wir sind auch privat Arbeitskollegen und rund um XRP hat uns nicht gefallen, was da alles in YouTube ist und wir wollten halt etwas haben mit bisschen lockerer, bisschen mit Späßchen, Häschen und hast nicht gesehen. Und da dachten wir, okay, machen wir mal ein, zwei Videos und diese Videos sind sehr, sehr gut angekommen und jetzt gehen wir langsam auf die 7000 Abonnenten zu und ja, was soll ich dir dazu sagen, Manu? Ja, es ist schon krass, wie schnell halt euer Kanal auch dann dementsprechend gewachsen ist, ne? Weil, wie wir es am Anfang gesagt haben, XRP ist so ein Spaltungsthema, wird viel, viel negativ, finde ich, berichtet, auch auf YouTube, wie du gesagt hast. Und dann ist, glaube ich, euer Kanal dann wieder so dieses Positive, was einfach vorangebracht wird. Immer die positiven News, was wird gerade gemacht oder so, was ist gerade entscheidend. Und da ist euer Kanal echt empfehlenswert, muss man echt dazu sagen, weil wie gesagt, es ist viel Müll da draußen unterwegs, wo jedes Mal immer übel auf XRP auch mit SEC und allem eingescheppert wird und da ist dann euer Kanal, muss man echt dazu sagen, wirklich das Positive einfach mal, wo man auch mal die positiven Sachen voranbringt, weil klar, es wird immer negativ berichtet, das bringt Klicks, weil man sagt, ja, XRP wieder down oder sonst irgendwas, ne? Wenn, dann bei euch kriegt man so genau das Gegenteil, einfach auch mal die positiven News, klar, auch wenn mal was nicht so gut läuft. Aber deswegen auch Top-Kanal für alle XRP-Fans da draußen auf jeden Fall. Ja, danke schön. Ja, es ist immer generell um XRP herum gibt es sehr, sehr viele News und das ist ziemlich schwierig, da auch immer hinterher zu kommen. Und da versuchen wir einfach immer täglich dann halt alle News zusammenzufassen und halt den Leuten das mitzugeben. Ne? Und ja, wie du sagst, um XRP herum ist sehr, sehr schwierig. Also viele, viele Hater, viele zu krassen Maxis. Aber wir versuchen so ein Mittelding da zu finden.
das einfach alles ziemlich cool rüberzubringen und ein bisschen lässig, ne? Nicht so mit Stock im Arsch, sag ich mal, dass wir halt dann, wie Sie dann gesagt haben, ein paar Späße mitmachen. Ne? Das ist unser Ziel auf jeden Fall. Wir wollen nicht auf die krassen Krypto-Experten, die krassen Trader machen. Wir wollen das einfach nur cool rüberbringen. Ne? Ja, ist auch extrem wichtig. Also wenn man das wieder zu gescheiterle-mäßig macht und so, dann geht auch irgendwie wieder Spaß ein bisschen verloren. So diese lockere Art muss einfach bleiben, finde ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, dann kommen wir zur dritten Frage, meine Lieblingsfrage. Was ist eine Kuh mit 145? Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, in unserem Verhör bei den Entweder-Oder-Fragen, da war, glaube ich, ein kleines Missverständnis drin. Aber ich habe es gut überspielt. Ich habe es gut überspielt, ey. Aber okay, das habe ich von Simon jetzt im Nachhinein nochmal gehört, dass du dir halt nicht sicher warst. Wir meinten eigentlich den EQ von 145, nicht die Kuh mit 145 Kilogramm. Das habe ich dann. Ich weiß auch nicht, was du genommen hast. Ach so. Hast du die Kuh genommen oder hast ich habe extra das andere genommen. Das waren die 1 Million Euro oder genau. Die Kuh 145. Deswegen habe ich die 1 Million Euro genommen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich war da vor dem Bildschirm gesessen, habe mir gedacht, was wollt ihr von mir, was wollt ihr? Nee, dann nehme ich die 1 Million. Dann habt ihr auch so komisch reagiert, dachte ich mir, okay, habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt oder so. Aber du hättest auch die Kuh, die 145 Kilo Kuh nehmen können. Und ach so, hätte ich auch nehmen können. Ja gut, was kriegt man für so eine Kuh? Ich glaube auf jeden Fall keine Million Euro. Nee, also, das glaube ich auch nicht. Nee, kleiner Gag am Rande. Wie gesagt, wenn ihr euch das Video gerne nochmal angucken wollt, schaut vorbei. Aber man sieht so in 1-2 Sekunden, ich denke dann schon drüber nach und überlege dann so, was sage ich jetzt? Weil irgendwie ist die Frage absolut dumm. Und wenn man sich dann so die anderen Videos von euch anguckt, dann checkt man so, ah, IQ wolltet ihr wissen, ah, okay. Aber ich meine, selbst die 1 Million Euro ist ja jetzt keine schlechte Wahl, ne? Das geht ja darum, was man daraus mehr macht, ne? Also, aber wer... Ist eine schwierige Frage, muss man schon ehrlich dazu sagen. Wobei, wenn wir jetzt schon dabei sind, was würdet denn ihr machen? Also jetzt wirklich IQ oder 1 Million Euro, ne? Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, sag mal, mich jetzt selber, also ich habe keinen IQ von 145, aber wenn ich jetzt aus meiner Sicht reden würde, würde ich dann jetzt, sag mal, die Million nehmen, weil ich glaube, ich mit der Million selber persönlich auch deutlich mehr Geld machen könnte, also das Geld vermehren könnte. Aber wenn ich jetzt natürlich total dämlich wäre und gar keine Ahnung habe, was ich mit der Million anstellen soll und mir direkt keine Ahnung, was für Sachen kaufen würde, dann wäre natürlich der IQ von 145 sinnvoller. Ne? Ja, die Frage ist, bringt dir ein IQ von 145 wirklich so viel? Ne? Also jetzt sage ich mal auch im Kryptospace und so, was hast du da für Vorteile? Im Endeffekt, du musst dir sowieso alles irgendwie Eigenrecherche machen oder dich informieren. Ja. Ob dir dein IQ jetzt so viel mehr hilft, sei mal dahingestellt. Ja. Ne? Im Crypto-Space vielleicht jetzt nicht wirklich, ne? Aber wenn man so jetzt im generellen Arbeitsleben sieht, kann man vielleicht damit schon sehr viel Geld verdienen. Ne? Aber das ist ja wieder so eine Auslegungssache. Ne? Ja. Was bei dir, Sinan? Also ich würde ganz klar, wenn ich jünger wäre, also 20, 30 würde ich den IQ nehmen, ne? Ich glaube, damit könnte man sehr, sehr viel machen, aber wenn schon der Zug abgefahren ist, wenn du schon 60, 70 Jahre alt bist, dann würde ich auf jeden Fall die Mille nehmen, weil da bringt dir auch nichts, wenn du, sag ich mal, intelligent bist. Na, ist auch gut, ja. Ja, stimmt. Also je nachdem, wie man halt die Perspektive so sieht, ne? Also vom Alter abhängig und so, muss man echt gucken. Aber schwierige Frage eigentlich, ne? Also, auf jeden Fall. Genau. Deswegen stellt das ja auch, ne? Ja, genau, dafür war es auch da. Okay, dann zur nächsten Frage. Warum genau XRP? Also warum ist für euch XRP das mögliche, euer mögliches Top-Projekt, sage ich jetzt mal? Und welches mögliche Kursziel seht ihr so bis 2025 circa? Also es gibt ja immer so Moon-Prognosen mit 1000 US-Dollar, okay, davon distanziere ich mich auch, ne? Mhm. Ich habe ja euch meine Prognose damals so ungefähr gesagt, aber jetzt, wie ist denn da eure Meinung so dazu? Also warum seid ihr zu XRP gekommen? Was ist, begeistert euch daran? Und euer Kursziel bis 2025? Genau, also erstmal zu sagen, also wir sind jetzt keine kompletten XRP-Maxis, also wir sind auch noch in andere Coins, sag ich mal, investiert, aber XRP sehen wir einfach, sag mal, oder ich jetzt persönlich, den größten Use Case, ne? Also der, sag ich mal, auch in Erfüllung gehen kann jetzt in der nächsten Zeit, ne? Weil wenn ich mir jetzt die Partner angucke, die Investoren und generell, wo wir einfach jetzt gerade mit Ripple stehen, ne? Klar, die Klage ist natürlich am Start, aber wenn man sich da jetzt wirklich so ein bisschen mit befasst und die ganzen Jahre sich da wirklich jede Woche gefühlt so viele News da kommen, so viele Partnerschaften und trotz, sag ich mal, dieser Marktlage, trotz der SEC-Klage, wir die erfolgreichsten Jahre mit Ripple, sag ich mal, hatten, natürlich nicht im XRP-Kurs, aber Ripple die Firma und was dann einfach da noch kommt.
Ich sehe das noch ein bisschen in der Zukunft. Ich gucke mir mal an, was kann ich mir vorstellen, was passiert in der Zukunft. Ne? Wie am Anfang schon erwähnt, bin ich ja sehr, sehr kritisch schon immer unterwegs gewesen und kann mir halt einfach vorstellen, dass wir ein ganz neues Zahlungssystem kriegen, gerade Stichpunkt CBDCs, also digitale Zentralbankwährung. Und da ist einfach generell auch mit grenzüberschreitenden Zahlungen Ripple einfach mit der Marktführer, wenn man das so sieht. Ne? Und wir haben einfach so krasse Partner, so krasse Investoren. Und da versuche ich immer diese Puzzleteile einfach so zusammenzustecken. Und deswegen sehe ich jetzt, sag ich mal, Ripple einfach absolut krass, was auch nicht das Einzige ist. Ne? Wenn wir dann noch sehen im Bereich NFTs, Smart Contracts, der Derivatenhandel, ne? Da haben wir mit als Ripple, sagen wir, das Unternehmen als einzigstes ein Patent drin und da werden wir auch noch weiter fortschreiten. Ne? Das ist ja nicht nur der Bereich mit ODL und grenzüberschreitende Zahlungen, sondern halt auch noch viel weiter. Und deswegen sehe ich XRP und Ripple, sag ich mal, sehr, sehr krass als einer der heftigsten Projekte, sag ich mal, die ganz nach vorne schreiten kann. Ne? So erstmal grob gesagt. Ja. Abgesehen davon sind auch die CEOs von Ripple, das sind richtige Mächte, ne? Wenn du dir den David Schwarz anschaust, richtiges Genie ist das und mit dem Brad und dem Chris Larsen, alle drei in ein Team, das ist einfach nur mächtig ist das. Und zu der Klage noch, die Klage ist einfach nur eine Schikane und das hat auch irgendwas von Robin Hood, fühle ich mich irgendwie. Das irgendwie gut gegen böse und man möchte auf jeden Fall, dass der Kleine, in diesem Fall XRP und Ripple, gewinnt und man will natürlich die Regierung fertig machen, sage ich mal, in diesem Sinne und man will gegen die Regierung gewinnen und ich weiß nicht, für mich ist das einfach langsam so einfach nur ein Spiel gut gegen böse. Nee, ich weiß, was du meinst. Das mit der SEC zieht sich ja, wie lange zieht sich das jetzt schon? 2 Jahre oder so? Oder eineinhalb? Ja, das ist leider. Ewig. Aber dafür hält sich der Kurs immer noch stabil, muss man schon sagen. Die Community hinter XRP ist wirklich stark. Man sieht es an den Kursverläufen. Klar, wenn Bitcoin um 50% runter geht, dann geht XRP auch 50% runter. Mhm. Aber trotzdem, trotz diesem ganzen SEC-Geschiss und alles, muss man ganz so deutlich sagen, hält sich trotzdem noch stabil, muss man echt sagen. Genau. Und ich glaube, ja. Genau, und das muss man ja immer noch sagen, dass dann halt trotz dieser Marktlage, ne, und trotz dieser der Klage halt, über hunderte Leute werden eingestellt bei Ripple. Ne? Das wollte ich auch noch sagen, ja. Ja, die die expandieren so krass, ne, das ist unglaublich. Und das machen kaum irgendwelche Krypto-Projekte, ne, jetzt zur Zeit. Das ist echt schon nicht normal. Ja, schau dir Crypto.com an zum Beispiel, die Leute entlassen, Landingpages gehen pleite oder Coinbase entlässt auch Leute und dann kommt Ripple um die Ecke und sagt einfach mal, hey, wir suchen Leute, wir stellen euch ein und so, wir brauchen Leute. Das ist halt dann auch wieder ein Zeichen von Stärke einfach. Und das finde ich extrem wichtig, vor allem in einem Bärenmarkt, in einem Bullenmarkt kann jeder Kohle machen. Da kann jedes Shit-Projekt Leute einstellen, aber wenn es dann wirklich mal ernst wird, dann kommt es darauf an, wie die Projekte aufgestellt werden. So wie in der jetzigen Phase und da finde ich, hält sich Ripple echt sehr, sehr stabil. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ne, wenn man sich da jetzt wirklich schon ein bisschen länger mit beschäftigt und dann jetzt sieht, so, ich meine, viele kennen den WEF, also das World Economic Forum, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, wie der Einfluss, sag ich mal, jetzt mittlerweile auch schon ist, wo unter anderem dann jetzt der Brad Garlinghouse als einzigster Fintech-Unternehmenschef, sag ich mal, da eingeladen wird von Ripple und da mit am Tisch sitzt und mit, sag ich mal, Christine Lagarde, Chefin von der EZB, sag ich mal, am Tisch sitzt und so weiter. Das ist schon, sind schon dann ein paar so Puzzleteile, die man, sag ich mal, alle berücksichtigen muss. Und das finde ich einfach sehr, sehr krass. Und wenn ich jetzt dann nochmal so auf die Preisprognose zugehen muss oder das einmal erklären muss, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass in den nächsten Jahren jetzt gerade, kann ich mir vorstellen, dass wir einen dicken Crashfall kriegen werden und wie du sagst, dass dann noch ein paar Projekte überleben werden. Darauf kommt es jetzt an, wer überlebt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ungefähr 99% der ganzen Kryptowelt, sag ich mal, verschwinden werden. Auf jeden Fall. 1% werden auf jeden Fall da bleiben und wenn wir uns dann jetzt nur von Marktkapitalisierung ausgehen, was dann, sag ich mal, in 10 Jahren, wie viele Leute neu in den Markt sind, wie viel Geld dann in den Markt drin sein wird, auf die 1% der Krypto-Projekte, sag ich mal, aufgeteilt und nicht auf die 100%, die wir jetzt haben, sind das schon immense Summen, die, sag ich mal, also wo der Markt immer hingehen kann. Wenn wir dann noch die Anwendung sehen, und das ist bei Ripple ja das, warum wir oder wo wir so hohe Preise sehen können, wenn wir, sag ich mal, die Anwendung dann im Bereich grenzüberschreitenden Zahlungen und so weiter sehen und von Swift, sag ich mal, auch ein bisschen was absnacken, sag ich mal. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass dann auf Dauer, wenn wir 2025 und 2030 wirklich 2- bis 3-stellige Preise sehen können, also da bin ich auf jeden Fall sicher. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So. Ja, bin ich auch so. Also ich bin zumindest bei den 2-stelligen mit $10, habe ich, glaube ich, damals bei euch gesagt. Halte ich absolut für möglich, auch im nächsten Bullrun, je nachdem, wie sich das dann bis dahin alles entwickelt.
Aber da bin ich auf jeden Fall bei euch. Oder zumindest bei dir, Luis. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sinan. Ja, ich sehe das so ein bisschen anders. Also nicht ein bisschen anders, sondern ich sehe das so ein bisschen bulliger. Ich bin der Meinung, wenn alles startet, darüber haben wir auch ein Video gemacht gehabt, wenn ODL startet, wenn Whipple die Klage gewinnt, auch wenn die nicht gewinnen, aber wenn Whipple die Klage gewinnt, ISO, keine Testphase, sondern nach 2025, wenn es richtig losgeht, wenn Whipple mit seinen XRP-Token überall wieder gelistet wird, nach der Klage, NFTs, da gibt es ja so viel. Und wenn alles startet und ODL wirklich richtig losgeht, bin ich der Meinung, dass wir die $100 erreichen werden. Also Wenn mit alles Anwendung, ne? funktioniert, ja klar, wenn alles funktioniert, why not? Im Endeffekt, wie du sagst, wenn es überall wieder gelistet wird, dann ist es wieder in aller Munde. Wer weiß, was mit FOMO alles passiert und so. Wenn die Leute dann auch noch ein bisschen schlauer sind, why not, ne? Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Also bin ich auf jeden Fall Ich voll weiß, bei dass euch. viele jetzt sagen werden, ja, mit Marktkapitalisierung und hast nicht gesehen, mit dem, da hat Ja, es das ist schon nichts ein zu tun. Argument, muss man schon dazu sagen, aber Ja. andererseits muss man halt auch die Anwendungszwecke halt sehen, ne? Du kannst jetzt auch nicht, sage ich mal, Bitcoin jetzt auch mit Ripple kannst du jetzt auch nicht direkt vergleichen, einfach komplett Nein. andere Anwendungsdinger. Banken wird es wahrscheinlich trotzdem immer geben. Und warum nicht dann Ripple benutzen und sowas, ne? Also. Das ist auch genau das, was ich mir halt vorstellen kann. Oder was, also wenn man jetzt Bitcoin sieht, ich finde Bitcoin absolut geil. Und ich kann mir, also ich würde mir wünschen, wenn wir, sag ich mal, Bitcoin als dezentrales Zahlungssystem, sag ich mal, bekommen, das wäre für uns Menschen absoluter Wahnsinn. Ich bin natürlich auch kein Fan von CBDCs und so weiter, also digitale Zentralbankwährungen. Die sind dadurch komplett gläsernd und komplett Ja. kontrollierbar. Aber ich versuche halt einfach so ein bisschen die Realität zu sehen und denke mir, so die Großen, also die Regierungen und so weiter, die wollen nicht, dass wir, die wollen die Kontrolle nicht verlieren. Und Ja. deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Banken verschwinden werden. Und mit, Ja. also Ripple mit XRP als Brückenwährung ist einfach eine geile Idee. Und ja, wenn man dann sich vorstellt, was für ein Volumen da dann herrscht, wenn dann wirklich die Transaktionen, also wenn man wirklich auch nur 10% von SWIFT übernehmen wird, ne? Und ich glaube eher, dass wir halt nicht viel übernehmen, sondern dass wir eher zusammenarbeiten und SWIFT auch die Technologie irgendwann nutzen wird. Aber ja, dann werden wir halt Preise erreichen, dann hat das halt mit den ganzen Kryptomarkt nichts zu tun. Ja, dann hat Marktkapitalisierung meiner Meinung nach auch nicht mit zu tun, weil das halt wirklich so viel Gelder da wirklich in Sekundentakt durchfließen, Ja, dass wir den Preis stimmt. hochschießen. Damals hat David Schwarz vor, das war glaube ich 2017, hat er selber getweetet gehabt, dass der XRP-Preis wirklich hohe Summen, also einen hohen Preis haben muss, damit das ganze System erstmal funktionieren kann. Ne? Weil wenn wir jetzt eine Transaktion von 1 Million Dollar jetzt haben, müssten wir beim Preis von 1 Euro auch 1 Million XRPs haben. Und das funktioniert dann nicht so. Ne? Das, also Ja. wir, so, das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Und ja, deswegen finde ich 100 Euro ist auf jeden Fall ein realistischer Preis. Ne? Das, wie gesagt, wir haben alle keine Glaskugel, aber ja, das kann ich mir, wenn alles startet, wie Sie dann gesagt haben, auf jeden Fall Auf vorstellen. jeden Fall. Und ich denke auch, dass XRP mit Whipple zusammen, dass sie nicht irgendwas von Swift übernehmen werden, sondern die werden zusammenarbeiten. Und dass Ja. ich bin auch der Meinung, dass schon langsam, sage ich mal, im Hintergrund diskret und im Geheimen auf jeden Fall schon ein bisschen läuft. Und vor allem, worüber wir nie geredet haben und was viele nicht wissen, dass Whipple mit Swift zusammen mehrere Patente angemeldet haben. Und diese Patente sind irgendwie im Dunkeln und darüber wurde nie gesprochen. Aber welche Patente waren das und um was es geht es? Das ist jetzt die Frage die ganze Zeit. Also ich bin der Meinung, da läuft schon irgendwas Man muss ja und Swift Go angucken. Das ist ja quasi einfach ja, Ripple-Technologie, wenn man Swift sich das so Go ist anguckt. quasi Whipple-Technologie. Aber, Ist ja, wirklich Mann. so. Aber wir können stundenlang darüber Ja, reden. Also wirklich. Wir stimmt. können stundenlang darüber reden und ja, wir können gerne mal einen Livestream machen und stundenlang darüber reden und dann Können wir könnt gerne machen, habe ihr ich kein Problem mit. Ey, ganz ehrlich, würde ich euch gerne mal einladen oder können wir bei euch auf dem Kanal definitiv. machen. Von mir Ja. aus liebend gerne, habe ich kein Problem. Ich glaube, das interessiert auch echt viele. Ich meine, ihr habt das Fachwissen dazu. Ich kann denen erzählen, was ich will. Das glaubt mir eh keiner, weil ich nicht dieser Fachmann bin, was sowas anbelangt. Ne? Aber wenn Community drauf Bock habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Bock habt, können wir das echt gerne mal machen oder so. Dann könnt ihr vorher eure Fragen stellen, entweder bei den Jungs oder bei mir und dann gehen wir die einfach mal durch. Also, Jeden Fall, klar, gerne. können wir Auf gerne jeden Fall. machen. So, dann machen wir die nächste Frage. Habt ihr noch andere Projekte in eurem Portfolio? Also habt ihr ja schon gesagt, aber wenn ja, wie sieht so euer Portfolio aus? So vielleicht so eure Top 5 Coins, in die ihr investiert seid. Ja, müsst du anfangen? Also soll ich dir einfach mal
erzählen, wo wir investiert sind oder wo ich persönlich. Ja, du kannst mal so seine und Top, zwar, deine und zwar Top. Hab ich ich habe meine Coins, ne? Luis hat seine Kryptowährung und dann haben wir noch XRP Deutschland als Firma sozusagen. Haben wir auch mehrere. Also ja, dann sag mal deine persönlichen, deine Top 5 Coins. Weil die nächste Frage geht dann schon wieder auf das andere, das sollst du jetzt noch nicht so viel verraten. Okay, ich bin so ein Mensch, der ist in sehr, sehr viele Projekte investiert, da muss ich zugeben. Sag einfach klar, meine größte Position ist XRP, ne? Ganz klar, vor allem XRP. Zweite Position würde ich sagen, ist WeChain. Also wirklich, in WeChain bin ich auch groß investiert, weil ich davon auch viel halte. Mhm. Und als drittes, weißt du nicht. Wurscht. Okay. Lass die zwei. Scheiße. Machen wir mit Luis weiter. Ada, ich würde Cardano sagen. In Cardano bin ich auch investiert. Ja. Das fange ich einfach mal an. Wie gesagt, meine größte Position auf jeden Fall Ripple. Ganz klar. Dann habe ich Quant, besitze ich. Wie gesagt, VeChain. Und ich würde Algorand und Stellar auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen. Also ich habe noch mehrere Projekte auf jeden Fall auch im Portfolio, aber jetzt so die Top 5 auf jeden Fall. Gut durchmischt, auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall viel dabei, ne? Wenn wir jetzt noch weitergehen im Metaverse-Bereich ein bisschen. Ja. Da kannst du auch ewig, irgendwann hat man so seine 100 Projekte oder sowas zusammen, ich kenne es. Deswegen habe ich mein Altcoin-Portfolio relativ minimiert mittlerweile, einfach weil ich gesagt habe, ey, irgendwann verlierst du einen Überblick, du musst auch gucken, was passiert bei den Projekten, wie sind die Kursverläufe etc. pp. Das war mir dann irgendwann zu blöd, deswegen habe ich es jetzt, glaube ich, auf maximal 20, 25 oder so reduziert. Da sind aber noch die Low-Caps außerhalb davon, also die kommen dann auch noch dazu. Ja, da gibt es wirklich wahnsinnig gute Projekte auf dem Markt. Ne? Und das ist einfach das. Wir versuchen einfach in jeden Bereich so ein bisschen reinzugehen, dass man wirklich Bankensektor, dass man wirklich Supply Chain und so was, dass man wirklich Metaverse. Genauso mache ich es auch. Ich habe mir überall zwei Projekte im Endeffekt rausgesucht, zwei, drei Projekte, wo du dann einfach auch einen Markt mit abdeckst. So aus überall ein bisschen sowas, Security-Sektor und sowas, ne? Wo du halt überall mal ein bisschen diversifizierst. Im Endeffekt machst du es bei Aktien oder sowas, machst das Gleiche, suchst dir aus dem Sektor welche, aus dem, warum sollst du es dann nicht auch bei Krypto machen? Und den Weg fahre ich jetzt eher ein bisschen und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wenn man das so macht. Immer das Wichtigste, sag mal, das ganze Geld nur auf ein Pferd setzen, sondern halt wirklich ein bisschen verifizieren, das wäre richtig. Gar nicht verkehrt. Ja. Okay, dann Frage 6, Altcoin-Tipp für 2022, Small Cap, oder habt ihr irgendeinen Tipp für 2022, was ihr so meiner Community weitergeben könnt? Also für 2022 finde ich ein bisschen schwierig, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 2022 also sich die Marktlage noch erholen wird. Ich glaube eher persönlich, dass wir noch ein bisschen, dass uns noch ein bisschen was bevorsteht und wir noch ein bisschen weiter runtersacken werden. Also wenn man sich jetzt die finanzpolitische Lage anguckt. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen so als kleinen Geheimtipp, vielleicht für bis 2025 oder sowas, bis 2030, würde ich SingularityNet nehmen, also AGIX. Es geht um künstliche Intelligenzen und um, sag ich mal, Roboter und so weiter, was jetzt gerade mit der vierten industriellen Revolution, sag ich mal, ein bisschen zusammenpassen würde. Viele Jobs werden verschwinden, wir haben jetzt auch viel Fachkräftemangel. Jetzt gerade SingularityNet mit ihren Robotern im Bereich Krankenhäusern und so weiter, die dann wirklich auf eine ganze Datenbank zugreifen können und somit quasi den Leuten noch mehr helfen können als oder besser helfen können, weil wir einfach dann mehr Fachkräfte haben, ne? Und die auf ein ganzes Netzwerk immer zugreifen können. Und deswegen glaube ich, dass halt die künstlichen Intelligenzen, Roboter auch in dem Bereich sehr, sehr fortschreiten werden. Und SingularityNet hat ein sehr, sehr geiles, schon sehr, sehr gut Fuß gefasst hat. Und ihr Roboter, sag ich mal, schon mit als einziges da eine Staatsbürgerschaft hat. So. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Sektor. Ich bin mit KI, ganz ehrlich, hört sich immer so geil an, ne? Aber ich weiß nicht, ob das halt irgendwie doch irgendwann mal ausartet, irgendwann so später, ne? Das ist wieder das Problem. Das ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Ne? Es ist sau interessant und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist. Ich meine, Elon Musk baut ja auch seine Roboter jetzt für sein Unternehmen im Endeffekt, die dann die einfachen Tätigkeiten machen. Ich frag mich nur, es wird kommen, aber ob das dann wiederum positiv ist, ne, ist dann wieder so das andere. Also, ja, auf jeden Fall. Aber das ist immer so mit Technologie. Ja, ne? Es gibt auch zwei Seiten und wie die dann genutzt wird, ist halt die Frage. Ne? Und dafür müssen wir uns halt dann auch für alle einsetzen, finde ich. Aber das kann man mit dem Metaverse und sowas auch alles so sehen. Ne? Ich meine, das kann ganz schön in der Hose gehen in Zukunft. Ne? Das stimmt. Aber ich hoffe, das hat alles dann, dass die Menschheit wirklich noch ein bisschen Moral hat und, sag ich mal, dann das gut nutzen wird.
Es gibt immer Jobs, die keiner machen will. Und ich bin der Meinung, dass vor allem Altenpfleger und, die sagen immer, die suchen Leute. Und ich bin der Meinung, das ist die Lösung. Also da bin ich fest von überzeugt, dass da irgendwann mal die KI-Technologie benutzt wird. Denke ich auch, ja. Vor allem in solchen Sektoren, wie du sagst, wo keiner machen will, die Jobs. Ja. Why not? Dann hat man wiederum, sag ich mal, Leute, die es dann machen. Also Leute in Anführungszeichen, ne? Ist auch nicht verkehrt, also in solchen Dingern. Nur wenn es dann happig wird und wirklich Arbeitsplätze, sag ich, wegfallen von, ich sag jetzt mal, Fachkräften oder sowas, dann wird es brenzlig. Aber an sich hat es alles auch, wie du sagst, seine positiven und negativen Seiten. Ne? Man muss halt irgendwie dann versuchen, so einen richtigen Weg damit zu finden. Auf jeden Fall. Verhindern kann man es eh nicht. Ne? Ja, das ist richtig. Das, was wir sagen. Das ist halt genauso wie mit dem neuen Zahlungssystem. Ne? Wenn man das sieht, das Bargeld verschwindet irgendwann. Also wollen tue ich das natürlich auch nicht, aber wir hoffen halt, oder wir denken, dass das kommen wird. Und deswegen versuchen wir halt da rein zu investieren und so versuchen wir das mit allen Projekten so ein bisschen zu machen und mal gucken. Ist halt, wie gesagt, alles keine Glaskugel, ist halt alles persönliche Meinung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Vor allem, wenn du guckst, ne, früher gab es Staplerfahrer, mittlerweile bei uns in der Firma sind überall Roboters, also diese selbstfahrenden Staplerfahrer, abgesehen davon, früher hatten wir in jeder Schicht, sage ich mal, 30 Schweißer, da wurde geschweißt in drei Schichten, 30, 30, 30, 90 Leute. Mittlerweile ist da ein Elektriker, der passt auf eine Maschine auf, die schweißt da alles hin und her. Ein Roboter. Zwei Arme, fertig. Da werden natürlich Arbeitskräfte verschwinden, aber das ist nun mal so. Das ist erschreckend natürlich, aber vierte industrielle Revolution kommt, ne? Und das muss man halt sehen. Es gibt viele Jobs, die dann verschwinden werden. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, Sinon, was ist so dein Altcoin-Tipp oder stimmst du da auch, Luis? Achso, ich wollte einfach mich anschließen. Achso, ja, nee, dann passt. Also wenn du 1:1 das Gleiche... Dann aber sonst würde ich auch Reversity sagen, weil ich der Meinung bin, das kann einige Probleme lösen. Vor allem jetzt in YouTube. Du siehst ja immer wieder diese Bots und immer wieder diese Klicks und. Und ich bin der Meinung, das sollte langsam gelöst werden und. Also ich bin der Meinung... Das hat auf jeden Fall Potenzial. Guten Use Case auf jeden Fall auch wieder, ne? Wenn man das Projekt sieht, auf jeden Fall, da kann was kommen. Ja, das habe ich auch schon öfters gehört, auch aus der Community, viele investiert. Ich bin noch so ein bisschen am Zadern, aber es ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Aber habe ich echt jetzt schon mega oft gehört, also seid ihr nicht die Einzigen. Und ich glaube, da muss ich doch wohl investieren. Wenn das jetzt jeder sagt, renne ich ein bisschen FOMO hinterher einfach, ne? Ja, klar. Nee. Ich meine, wir sind jetzt gerade trotzdem aufwendig, wenn ich selber glaube, dass wir noch ein bisschen absinken können, ne? Sind die Preise trotzdem noch in Ordnung, ne? Ich meine, ich habe auch deutlich höher schon gekauft und ich sehe das einfach so, wir gucken in 10 Jahren auf den Preis, vorher will ich eh nicht verkaufen oder wenn halt nur Gewinne mitnehmen teilweise bei manchen Projekten, aber ob wir jetzt für 30 Cent oder für 50 Cent Ripple kaufen, so, das ist mir im Endeffekt egal. Klar. Völlig wurscht. So, ich hoffe, man hat jetzt das Telefon nicht im Hintergrund gehört. Die ganze Zeit geläutet. Wurscht, Mutti kann warten. letzte Frage noch. Was passiert, wenn Ripple die Klage verliert? Wenn ihr mir die Frage stellt, dann stelle ich die euch auch natürlich zum Abschluss. Ja, also erstmal würde ich sagen, wenn ich mal was zu sagen kann, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass der Ripple die Klage verlieren wird. Eher kann ich mir vorstellen, dass wir ein Settlement bekommen, also eine Einigung. Man muss immer noch sehen, die SEC ist Regierung. Aber wenn wir die Klage verlieren werden, glaube ich auch nicht, dass wirklich viel passieren wird. Wir werden trotzdem weiter voranschreiten. Es geht ja eigentlich mehr um regulatorische Klarheit in dem ganzen Prozess für Ripple. Für die SEC geht es darum, ob Ripple ein Wertpapier war, aber natürlich auch nicht jetzt, sondern damals, vor gewissen Jahren. Darum geht es eigentlich, ne, in dem ganzen Prozess. Und wenn wir uns dann jetzt, wenn wir die regulatorische Klarheit haben, wird das Projekt trotzdem weitergehen und wir werden natürlich sehr viel Geld bezahlen. Also Ripple muss sehr, sehr viel, Ripple muss sehr, sehr viel Kohle bezahlen, aber ich glaube nicht, dass das für den Fortschritt der Technologie irgendwelche Konsequenzen haben wird. Das glaube ich nicht. Abgesehen davon, die Klage, es geht ja nur um Amerika, ne? Und die ganze Welt ist sozusagen mit Ripple, sag ich mal, dicke und außer Amerika, die machen da ein bisschen Faxen und sind der Meinung... Nur die SEC im Endeffekt. Ja, die SEC, jetzt war ich auch raus. Aber die SEC macht da ein paar Probleme und ich bin der Meinung, wenn Ripple die Klage verlieren sollte, was ich natürlich nicht glaube und kann es mir auch nicht vorstellen, dass dann, keine Ahnung, da kriegen die eine Broker-Lizenz und dann ist das nun mal so. Denke ich auch.
Also Da wird bezahlt ich und glaube, es ist fertig. absolut, So ja, es ist einfach ist das. absolut, glaube ich, wurscht, ob die gewinnen oder verlieren. Im Endeffekt, das Projekt läuft trotzdem weiter. Also geht, Wie wie du gesagt. sagst, nur Wertpapier und so, ja, dann wird es halt gemacht und sonst was, dann wird eine Zahlung Ja. geleistet und wurscht, meines Erachtens Man so. sieht ja jetzt schon, ne? Hüppel hat über 100 Millionen für die Klage an Anwaltskosten jetzt schon gezahlt, ne? Ja. Und Ja. wie man vorhin schon erwähnt hat, wir schreiten trotzdem so krass voran, ne? Es wird nur expandiert. Also selbst wenn es verloren wird, dann geht Brad Garling aus mit Hüppel, sag ich mal, ins andere Land und dann geht es halt weiter, ne? Das Wichtige ist eigentlich halt nur für die Banken die regulatorische Klarheit, damit es halt auch endlich losgehen kann, ne? Richtig. Ja, vor ein paar Wochen, es ist ja so, dass die Whipple angeklagt haben und 1 Milliarde Dollar haben wollen. Und Whipple hat noch letzten Monat, sage ich mal, oder vor 1, 2 Monate 1 Milliarde Dollar bezahlt für NFTs und so, also um das Projekt weiterzubringen. Also die Kohle ist da auf jeden Fall bei Whipple. Und wenn die wollen, zahlen die einfach. Aber die wollen einfach nicht zahlen, weil die der Meinung sind, nö, wir wollen nicht zahlen, wir wollen einfach Klarheiten. Was sind wir? Das Ja. ist die Frage. Was sind wir? Ja, nee, bin ich voll bei euch. Ja, nee, dann sind wir schon am Ende. Also war sehr, sehr informativ. Wir haben jetzt über eine halbe Stunde gequatscht mittlerweile schon. Das ist richtig Ging krass. schnell. Das ging schnell rum. Ich habe es mir Das jetzt auch gedacht, jetzt wo ich gerade auf die Uhr geguckt habe, über eine halbe Stunde, krass. Aber ich glaube, da war für jeden auf jeden Fall was dabei. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit, ne? Dass ihr jetzt auch so danke ausführlich dir. drüber gesprochen habt, ne? Also kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten bei so einem Gespräch, immer nur so Frage-Antwort-Ding. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, nicht nur von mir, auch von den Jungs und lasst auch beim nächsten Video von den Jungs auf jeden Fall mal einen Kommentar drunter. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf so einen Livestream, dass wir das einfach mal machen oder einfach uns mal eine Stunde Zeit nehmen, Livestream und ihr beantwortet im Endeffekt Fragen oder so, ich stelle dann die Fragen, weil ich kann dazu wahrscheinlich wenig beitragen, außer es geht um Chartanalyse. Aber wenn ihr Bock habt, gerne einfach unter das Video drunter schreiben. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir klinken uns aus. Ich überlasse euch gleich noch das Schlusswort von mir noch. Bis dahin, ciao, ciao, stay crypto und ihr habt das Schlusswort. Ja, wirklich besten Dank, Manu. Freut uns wirklich, dass wir hier sein durften und sehr, sehr gerne. Ich würde auf jeden Fall das Wort an Sina übergeben. Sina macht Wir können Abschluss. gerne mal einen Livestream machen und dann würden wir auf jeden Fall, denke ich mal, da würde ein bisschen lockerer rüberkommen und da würden wir auf jeden Fall ins Detail gehen. Da würden wir noch mehr über Whipple erzählen und ich denke mal, das würde viele interessieren. Ja. Das können wir machen, wenn ich bei euch vorbeikomme. Das, Gerne, dann, dann machen wir einen gerne. Livestream. Klar. Auf jeden. Auf jeden Fall. Alles klar, Okay, Leute. In diesem perfekt. Sinne, Dann haut ciao, rein. ciao. Ciao.